Scheint bis jetzt nicht der Fall zu sein. So, zweite Ebene. Bedeutet stärkere Gegner. Bedeutet aber auch mehr Erfahrungspunkte, mehr Geld, bessere Gegenstände. Neue Schreine. Magisches Power. Noch mehr Magie. Und Fernkämpfer. Und ein Hidden, der nicht ganz so hidden ist. Okay, das müssen wir dann wohl von der anderen Seite aus erreichen. Bin aber eher erstmal neugierig, was hinter dieser Tür ist. Also direkt hinter dem Raum, hinter der Treppe. Besser. Oh, meine Güte. Ja, das ist, wie der Spaß beginnt. Mehr oder weniger. Oh Mist. Ja, wir haben das Problem. Das ist, dass wir keine Heiltränke mehr haben. Zweitens, dass wir stark beballert werden. Ja, und man merkt, wie langsam wir mit so einem Ding schießen. Wir ziehen uns zurück. Definitiv Rückzug. Ja, ich werde jetzt nicht die gleich 200 Gold opfern und die Squad of Town Portal nutzen. Sondern wir werden so zurückgehen. Uns wieder mit 6 Heiltränken eindecken. Und auf das Beste hoffen. The village needs your help, good master. Some months ago, King Leoric's son, Prince Albrecht, was kidnapped. The king went into a rage and scoured the village for his missing child. With each passing day, Leoric seemed to slip deeper into madness. He sought to blame innocent townsfolk for the boy's disappearance and had them brutally executed. Less than half of us survived his insanity.
The king's knights and priests tried to placate him, but he turned against them and, sadly, they were forced to kill him. With his dying breath, the king called down a terrible curse upon his former followers. He vowed that they would serve him in darkness forever. This is where things take an even darker twist than I thought possible. Our former king has risen from his eternal sleep and now commands a legion of undead minions within the labyrinth. His body was buried in a tomb 3 levels beneath the cathedral. Please, good master, put his soul at ease by destroying his now cursed form. Yep. The Curse of King Leoric. Needs your help. Also, Ogden hat uns gerade von König Leoric erzählt. Wow, what can I do for you? Erstmal reparieren. Es war Albrecht, Leorics Sohn, der entführt wurde. Und das hat Leoric verrückt gemacht. Und ja, er hat angefangen, Leute zu exekutieren, die er für das Verschwinden seines Sohns verantwortlich gemacht hat. Das ging dann so weit, dass seine Ritter und Priester ihn versucht haben, seine Macht zu entheben und keine andere Wahl hatten, als sie zu töten. Jetzt ist er halt wieder von den Toten auferstanden und führt eine untote Armee an. Weil er alle seine Anhänger verflucht hat, ihm in der Dunkelheit zu dienen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ah, the story of our king, is it? The tragic fall of Leoric was a harsh blow to this land. The people always loved the king, and now they live in mortal fear of him. The question that I keep asking myself is how he could have fallen so far from the light, as Leoric had always been the holiest of men. Only the vilest powers of hell could so utterly destroy a man from within. Ja, Caden versteht zum Beispiel nicht, warum Leoric so wahnsinnig geworden ist, weil er eigentlich ein heiliger Mann war. Oder gibt der Hölle die Schuld? What ails you, my friend? Eppin? The loss of his son was too much for King Leoric. I did what I could to ease his madness, but in the end, it overcame him. A black curse has hung over this kingdom from that day forward. But perhaps, if you were to free his spirit from his earthly prison, the curse would be lifted. Pepin meint, dass eben Albrechts Verschwinden ihn in den Wahnsinn getrieben hat. Greetings, good master. Welcome to... As I told you, good master, the king was entombed 3 levels below. He's down there, waiting in the putrid darkness for his chance to destroy this land. Ja, er sagt mir nur, dass er 3 Ebenen tief in der Kathedrale in seiner Krypta wartet. Wow, what can I do for you? I made many of the weapons and most of the armor that King Leoric used to outfit his knights. Oh, I even crafted a huge 2-handed sword of the finest mithril for him, as well as a field crown to match. I still cannot believe how he died. But it must have been some sinister force that drove him insane! Ja, Griswold hat für seine Leute, für Leorics Armee die Waffen geschmiedet und für Leoric einen riesigen Zweihänder und eine Krone. Can a fellow drink in peace? I don't care about that. Listen, no skeleton is gonna be my king. Leoric is king. King! So you hear me? Hail to the king! Ja, lang lebe der König. Was sagt Edwia? I sense a soul in search of answers. The dead who walk among the living follow the cursed king. He holds the power to raise yet more warriors for an ever-growing army of the undead. If you do not stop his reign, he will surely march across this land and slay all who still live here. Ja, sie sagt, dass Leoric eine riesige untote Armee um sich sammeln wird und jeden Lebenden töten wird, wenn man ihn nicht auffällt. Bleiben ja nur noch Gillian und Wirt übrig. Gillian hat sicherlich nichts Nützliches zu sagen und wird wahrscheinlich auch nicht. Good day! How may I don't like to think about how the king died. I like to remember him for the kind and just ruler that he was. His death was so sad and seemed very wrong somehow. Mhm. Sie trauert um den König.
wird. Psst, over here. Look, I'm running a business here. I don't sell information, and I don't care about some king that's been dead longer than I've been alive. If you need something to use against this king of the undead, then I can help you out. Ja, Wirt, ich glaube nicht, dass du 3 oder 4 Jahre alt bist. Wenn Leoric überhaupt schon so lange tot ist. Naja, meint nur, er ist kein Informationshändler und ihn kümmert kein König, der länger tot ist, als er alt ist. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Und er will uns irgendwas andrehen, womit wir Leoric hauen könnten. Wobei man zugeben muss, Leoric ist nicht gerade schwach. Und ich habe vergessen, den Bogen zu verkaufen. Egal. So, jetzt wird es wieder spannend hier unten. Erstmal den Hidden loswerden. Eigentlich ein Beweis, dass wir mehr Dexterity brauchen. Wir treffen sehr schlecht. Der Hidden, der ist verdammt nervig stark, ey. Dafür, dass der immer noch am Leben ist. Viele hier noch drin sind. Also erstmal die Fernkämpfer ausschalten. Na guck, der hinten ist schnell gefallen. Da oben sind auf jeden Fall noch 2 Bogenschützen. Hin. Danke. Chance to hit. Nur 67. Unsere Armor-Klasse ist aber schon ziemlich hoch. Gut, das heißt, hier ist erstmal clear. Du bist sowas von nervig, ey. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist immer derselbe.
Oh, da ist schon der Weg runter. Nein, den da wollte ich haben. Ganz interessant, wann habe ich den gelernt? Vor allem, ich sehe nirgends. Außer hier. Oder habe ich den gelernt, als ich einen der Schreiter benutzt habe. Oh, eine Lightning. Ohne. So, da liegt noch Gold. Nicht die Tür zu machen. Aufhören. Wieder das Gold einsammeln. Ja, die Viecher können auch nervig sein. Oh Gott, Boss. Oh Gott, Boss mit viel Viehzeug. Oh, zwei Bosse. Okay, zu viel. Wie Zeugs? Na, kommt her. Au. Wisst ihr was? Ich hab genug Charges im Start. Um euch ein paar zu verpassen. Where would I put this? Oh. Praktisch. Book of Search brauche ich unbedingt nicht. I cannot use this yet. Ja, weil ich hab's ja schon als Skill. Ach, das heißt, wieder nach oben. Hm. Ah, nehmen wir doch einfach mal den hier. Wow, what can I do for you? Den Stuff of Fireboat reparieren lieber nicht. Hello, my friend. Stay a while and listen. Es ist Fire. Wow, what can I do for you? Der kann weg. Die kann weg. Hast du zufällig einen besseren Stab?
Short Stuff, Long Stuff. Ja, den hätte ich gerne. Stuff of Fireball, Stuff of the Town Portal.